Mein Name ist Markus Lettenmeier, ich bin der Braumeister in der Landbrauerei Hilsenberg in Grübingen. Wir sind eine kleine Familienbrauerei. Und die Aufgabe des Brauers ist eigentlich so, dass Brauer einer der umfangreichsten Berufe ist, die es gibt. Man muss in allen naturwissenschaftlichen Fächern Interesse zeigen. Mathe, Bio, Physik, Chemie. Also man muss jetzt nicht das große Arzt sein, aber man muss einfach Interesse drin haben. Heute werden wir mit dem Steven mal durchlaufen. Wir werden ihm die Brauerei zeigen, vom Sudhaus über den Gärkeller, Lagerkeller, die Filtration, auch die Abfüllung werden wir machen und werden ihm dann eigentlich die einzelnen Handgriffe und die Schritte mal zeigen. Muss man täglich Bier trinken? Man muss es nicht, aber es hilft erstmal und zweitens ist es so, auch Bier spielt relativ viel Sensorik mit. Also man muss wirklich schmecken, riechen können und da ist es eigentlich wichtig, dass man das natürlich täglich macht. Allerdings in geringeren Dosen, wie sich der Hörer das eigentlich vorstellt. Wie sehen denn die Karrierechancen als Brauer aus? Als Brauer sind sie hervorragend. Man muss eigentlich nur von vornherein eigentlich bereit sein, weiter wegzugehen. Also zum Sagen, ich lerne hier und bleibe dann mein Leben lang hier, das wird nicht funktionieren. Aber ansonsten, wenn man bereit ist, dann weg von zu Hause gehen, hat man wirklich alle Möglichkeiten, weltweit. Für Bier tue ich alles. Wenn es um Alkohol geht, wäre es zu einfach, Witze über Saufen zu reden. Ein Brauer zu werden, ist eine ernsthafte Berufswahl. Und als Azubi könnte es richtig Spaß machen. Es ist vielfältig, diesen Beruf, und vor allem sehr interessant. Jetzt muss ich das hier noch trinken, bevor meine Mittagspause vorbei ist.